Wir dachten, wir haben Bowser in der letzten Folge besiegt und dass er nur noch ein Speziellevel auspackt. Da muss ich sagen, denn Bowser hat noch eine komplette Welt auf Lager, die sich auch Welt Bowser nennt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ich würde einfach sagen, wir kommen direkt zu Welt Bowser 1. Kampf auf den Stachelbrücken. Dann wollen wir noch mal schauen, wie denn das so verläuft. Und da darf antreten die liebe Peach. Ja, okay, von mir aus. Aber so eine schöne Prinzessin hier in diesem schweren Level. Na, ob das gut geht, ich weiß nicht. Müssen wir mal probieren. Auf jeden Fall bekommt der Knochentrocken erstmal eine rein. Und da, oh, da oben ist was. Was Grünes. Das könnte ein Queen Star sein. Und wir kriegen hier eine Katzenglocke, okay. Ah, schade, es sind aber nur Münzen. Aber da hinten ist nichts. Okay. Boah, ich dachte jetzt, ich sterbe gerade. Weil ich die Kamera bewegt habe, dachte jetzt wirklich, ich sterbe. Da ist ein grüner Stern. Okay. Und da war ein versteckter Block. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen laut, aber naja, was soll's. Kann ich jetzt gerade nicht ändern. Gut. Aber das. Hier muss man halt aufpassen auch bei diesen Teilen. Da komme ich alle gleichzeitig raus. Oh. Und nicht nacheinander, wie es beim ersten war. Deswegen immer warten und dann erst losgehen. Wir haben den Stern. Sehr schön. Oh, ich bin hier lebend durchgekommen. Okay, den ersten Stern haben wir. Der kriegt auf die Fresse. Und oh, das hat jetzt so lange gedauert gerade. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Leck mich durch. Ja. Boah, ich bin froh, dass ich Peach bekommen habe. Die kann ja zum Glück noch ein bisschen schweben. Das hat mir jetzt schon das ein oder andere Mal den Hintern gerade gerettet. Ich hatte sogar noch was im Angebot. Hä? Was ist denn hier hinten? Oh, hallo Stempel. Ich bin wirklich froh, dass wir Peach gekriegt haben, da die ein bisschen noch schweben kann. Können wir uns ein bisschen über diese, ja, Spieße, möchte ich sagen, mogeln. sag mal mogeln. Sag mal nicht betrügen, sondern erstmal ein bisschen mogeln. Weil ist ja im Endeffekt nicht verboten. Oh, okay. Auf den Knopf. Hoch. Und nach drüben den Stern einsammeln. Ja, das ging doch einfach. Zweiter Stern ist da. Fehlt, wenn ich jetzt richtig sehe, nur noch ein Stern. Als Katze kann sie auch zum Glück ein bisschen gleiten. Jetzt war ich dumm und habe nicht aufgepasst. Aber naja, was soll man tun? So, okay. Will nur wissen, was hier drin ist. Oh, ein Stern, das ist schön. Ich bringe damit jetzt einfach mal alle Knochen trocken zur Strecke. Vielleicht ist das ja wichtig, ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall mal getan. Scheint nichts gebracht zu haben. Aber ich sehe den nächsten grünen Stern. Dazu müssen wir hier auf diese runterfallenden Donutblöcke. Ich keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Haben die überhaupt einen offiziellen Namen? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal nachgucken. Oder, shit. Oder ich habe es schon wieder eingebildet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich tot. Oh, das vom Ziel. Ich habe die Zielflagge gesehen da hinten. So, Grünchen ist wieder eingesammelt und wir sind so wieder an der Stelle, wo wir gerade eben gestorben sind. Leider Gottes, jetzt hoffe ich, stelle ich mich ein bisschen klüger an als vorhin. Ich sollte vielleicht nicht so weit vorne stehen. Hoffentlich stelle ich mich klüger an. Nee, tust du nicht, Maschine. Tust du nicht. Du hast genau den gleichen Fehler fast wieder gemacht. Geh jetzt bitte ins Ziel, bevor du noch stirbst. Aber das ist für alle jetzt besser, wenn du ins Ziel bist. Zack. So, Ziel erreicht. Peach ist da. Gut. Oh Mann, es vergeht kein Part mehr, wo ich nicht einen Fail drin habe. Aber naja, so soll es auch sein. Die Level sollen immer schwerer werden. Und wir sind in der letzten Welt, das erwarte ich hier. Das soll ja nicht leicht werden. Aber wo ich finde trotzdem, für eine letzte Welt sind die Level tatsächlich doch verhältnismäßig einfach.
Und, ja gut, hätte ich das tatsächlich nicht gesagt, ich kenne das Level, was da links, rechts ist. Das werden wir noch nicht machen. Ich glaube, Mage Blaze kommt vor. Aber wir zocken erstmal eine Runde im Casino. Hoffentlich kriegen wir jetzt endlich mal den Jackpot. Ein Blatt. Okay. Ah, shit. Ja, nur 100 wieder mal. Ich glaube, das war die letzte Chance im Casino, irgendwas zu erhalten. Wir werden also nicht mehr den Jackpot knacken. Ach man, ich dachte, wir knacken wenigstens einmal den Jackpot. Naja, ich kann es nicht ändern. So, hier ist eine Münze und da oben war eine Münze, oder? Hallo? Ah, da ist eine Münze. Sehr schön. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir hier kriegen können. Das ist Bowser 3 und wir wollen den Bowser 2. Da war noch eine Münze. Hallöchen. Und hier noch was. Okay. Bowser 2. Plessis Dünen Rally. Rein da. Hey, wer darf den Plessis Dünen Rally machen? Es ist Luigi. Es geht jetzt weniger um Luigi, sondern mehr um Plessi. Ich hoffe, dass wir alles hier finden, was wir brauchen. Wow, es geht jetzt gleich direkt ab. Oh, erstmal den ersten Stern verpasst. Na geil. Nicht so gut. Aber mal schauen, wie wir jetzt hier weiterverfahren. Da sehe ich schon den zweiten grünen Stern. Hoffentlich kriege ich den. Ja, wenigstens etwas. Oh, da hinten ist auch noch was. Grünen Stern und Stempel. Also wir hätten das Level sowieso nochmal wegen den Stempel machen müssen. Ne, warte mal, das war ein Stempel. Hä, was war auf der anderen Seite? Oh, der ist über der grünen Stern. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Aber egal. LOL! Wo kommt der Grünstein jetzt her? Also wir haben doch nur einen verpasst. Verdammt! Ach, ich glaube, weil ich habe die Bossstatue berührt, ne? Deswegen habe ich den Stempel bekommen. Den Grünstern. Oh, ja, egal. Blessi, du kriegst noch deine Streicheinheiten. Und ich mein Geld. Das ist sehr schön von dir. Danke, Blessi. Dass du uns wenigstens das Geld noch für alles gibst. So. Ey, ist hier ein Pixel Luigi? Tatsächlich. Man sieht ihn ganz schwach ab, da ist ein Pixel Luigi. Lol. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da einer ist. Ich kann es ehrlich sagen. Ich kann eigentlich nur mal gucken, was hier noch eigentlich in den Palmen ist. Ich denke mal, zwar nichts Wichtiges wird hier sein. Aber man kann es ja trotzdem mal abchecken. Aber, ne. Scheint doch nichts Wichtiges mehr zu sein. Schade, ich hätte noch euch mal in den Palmen versteckt. Auch wenn es nur ein One-Up gewesen wäre. Hätte ich einfach mal in den Palmen versteckt, dass die Leute, die wirklich alles absuchen, ja, noch eine Belohnung kriegen. Aber, oh, ja, okay. Die haben da was reingetan, ist aber nur ein Pilz. Ja, One-Up wäre mir da lieber gewesen. Weil Pilz, ja komm, wer hat hier schon einen Pilz heutzutage? Oder wer braucht den? Wahrscheinlich niemand. Deswegen wäre das, glaube ich, One-Up sinnvoller gewesen. Ich soll den Ziel, bevor ich hier nochmal wieder so eine Scheiße wie vorhin mache. Ja. Ja, super, nicht erreicht. Okay, goldene Fahnenstange muss ich ja auch noch nachholen. Naja, kann ich nicht ändern. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg und holen uns den ersten grünen Stern. Ich wollte jetzt Englisch sagen, aber ich bin der deutsche Let's Player, also der ist auch deutsch. Nur bei mancher Abkürzung nenne ich auch Englisch. Ach, egal. Wir holen jetzt den nächsten grünen Stern. Beziehungsweise den ersten grünen Stern. So, auf geht's, Plessi. Ich hoffe, dass wir den Grünstein jetzt kriegen. Yes, perfekt. Sehr schön, Grünstein gekriegt. Was mich jetzt noch interessiert ist allerdings, was war da drüben anstatt wir Dings geholt haben, weil da ist doch eindeutig irgendwas. Das ist ein One-Up oder ist das ein... Ach, das ist ein
ganz normaler Pilz. Oh, lächerlich. Dann nehme ich mir natürlich lieber den Stempel mit als den Pilz. Egal. Auf ins nächste Level. Oh, Fahnenstange haben wir sogar noch gekriegt. Sehr schön. Da können wir uns gleich so ins nächste Level starten. Perfekt. Okay. Haben wir das gemeistert? Naja. Kann ja nicht schaden. Also auf ins nächste Level. Und vor dem Level habe ich Angst, was jetzt kommt. Weil wenn ich die Uhrwerkster sehe. Bowser 3. Süßes Räderwerk. Ich hab da voll Bock drauf. Nicht. Ja, wer darf denn in die Schande rein? Beziehungsweise in die schwierigste. Hier, es ist Mario. Oh ja. Wenn ich das so sehe, habe ich echt keinen Bock auf dieses Level. Ich will hier wieder raus. Aber ich muss es machen. Okay, hier kann man wenigstens nicht runterfallen. Also in die Tiefe wenigstens nicht. Den haben wir jetzt mal so gekillt. Wenigstens haben wir ein Item. Boomerang bringt mir nichts. Ich hätte mich über Tanuki mehr gefreut als über einen Boomerang, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber naja, vielleicht hatte Boomerang in irgendeiner Weise einen Sinn, allerdings nicht mehr für mich, da ich ihn verloren habe. Ja. Hä? Hab ich nicht? Also, ich brauche zwei Treffer anscheinend, um ihn zu töten. Okay. Ist das dann hier oben? So. Ich bin ernst, ich muss da. Da müssen wir es halt so versuchen. Holy shit, das war gut. Oh, das ist aber ein Riesenrad, ja. Ne, das hat Bowser hier in seiner Welt zwar. Oh. Schnelles Rad, wollte ich eigentlich sagen. Und naja. Okay, was haben wir noch? Ja, es geht schön nach oben, ich sehe das. Gibt es hier einen Pixel Luigi? Nee. Ich hätte es schön gefunden, wenn die da einen Pixel Luigi auf die Prinzenrolle gemacht hätten. Oder auf dieses Keks, was auch immer das sein soll. Soll das eine Prinzenrolle darstellen? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja sowieso nicht mit dem ganzen Süßkram aus. Oh, ich glaube, ich warte mal hier am besten. Das ist echt mies, was jetzt hier passiert. Lass mich doch rüber. Shit. Oh, jetzt haben wir's. Perfekt. So, bleib liegen. Du auch. So, nach oben. Aber zackig. Oh, da gibt's den Stempel. Soll ich noch runterkommen? Hi. Ja, ich kann da eins probieren mal. Bye, have a great time. Das war meine Boomerangblume. Und ich hab's in die Hölle geschickt. Verdammt. Das war der Stempel. Wo sind die restlichen von Dings? Scheiße. Ach du Sch. Ganz ehrlich, das kann ich doch nicht überleben. Ist da auch noch was? Ich muss meine Ersatzboomerang hergeben. Sonst habe ich das wirklich keine Chance zu überleben. So. Ich hoffe, da unten ist was. Nicht, dass ich jetzt hier für umsonst runtergehe. Ja, hier ist eine Bonusbox. Oh, Gott sei Dank. Was geht hier ab? Oh, da war der Stern. Okay, das war auch der zweite. Gut, haben wir alle. Aber nein, ein Stern fehlt ja noch. Die haben wir gar nicht alle. Was laber ich hier für einen Stuss? Ich lasse mich doch gefühlt von jedem Gegner in diesem Level treffen, oder? Okay, dann ist was. Warte, was? Wir sind am Ziel? Irgendwie will ich das nicht glauben. Komme ich dahinter? Hä? Naja, ich glaube, ich muss rüberspringen. Halleluja! Oh, es hat sogar geklappt. Ich dachte, dafür wäre die Entfernung zu weit. Ich habe einfach mal das hier mitgenommen. Die Zeit war wichtig. Was soll ich jetzt hier? Ich dachte, gibt's die letzte Dings. Oh, gibt es auch. Du bist da.
Du verdammter Hase, komm her! Ich hab dich. Danke für den Stern. Yes. Raus. Aus diesem Level. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, okay. Von mir aus. Ich hol die Fahnenstange euch mal nach. Aber dazu nützt eine Katze. Egal, ich bin durch in diesem Level. Zum Glück. Stempel ist der... Oh, Boomerang. Toad. Sehr schön. Okay. Wir haben wenigstens alle grünen Sterne. Das ist schon mal gut. Stempel wir auch noch mitgenommen. Naja. Gehen wir nach hier oben. Bowser Zug. Sturm auf Bowser Schergen Express. Auf geht's. Wer darf auf den Schergen Express? Es ist Luigi. Yay. Ja, Luigi, du darfst. Da oben ist ja schon ein Stern. Luigi, kommst du da euch mir rauf auf den Zug? Nimm den Stern mit. Boah, ich dachte schon, den ersten Stern verpasse ich jetzt. Na, nee, zum Glück nicht. Okay, hier kann ich eigentlich alle so gut wie möglich killen. Das ist nicht so das große Desaster. Oh nein. Ey, weh, ich muss euch jetzt hier killen, ne? Ihr sollt nicht mich killen! Shit! Sie haben mich gekillt, anstatt ich die. Na geil, das sollte eigentlich nicht passieren. Wir müssen nochmal hier hoch. Ich hoffe jetzt einfach, für die gab es keinen grünen Stern, weil das wäre assi. Ach komm. Gib mir die Blume. Danke. Ich habe wenigstens meine Blume wieder. Ich kann mir diese Chance ein bisschen einfacher machen. Jetzt haue ich die Bullybiss gleich so runter. So, gab es dafür was? Nein! Okay. Hätte es dafür was gegeben? Hätte sie nicht so besiegt. Aber da es für die nichts gab, ja. Alles gut. Hätte es was dafür gegeben, hätte ich wahrscheinlich nochmal so probiert. Oh shit. Habe ich alle? Yes, ich habe alle. Sehr schön. Nein, ich komme nicht rauf. Du bist der Stempel. Oh, was mache ich denn hier? Da ist ein Hammerbruder. Und da ist ein Pixel-Luigi an der Seite des Zuges. Holy shit. So, wie soll ich dir vorbeikommen? Oh, das hat sogar geklappt. Sehr schön. Wir haben alles. Wir haben alles. Sehr schön. Ich weiß nur, dass hier ein paar Münzen sind, aber dafür riskiere ich jetzt nicht Kopf und Kragen. Ich gehe raus. Beziehungsweise in den Bossfight, so wie es aussieht. Oh. Ja, Pun Pun kriegt nochmal einen Auftritt. Das ist ja schön. Hier hinten. Ja, Pun Pun ist einfach zu besiegen. Dann ist sie hier. Shit, jetzt habe ich sie gar nicht gesehen und sie hat mich getroffen. Getroffen, aber ich habe sie auch noch getroffen. Sehr schön. Ich habe sie im ersten Moment echt nicht gesehen. Aber egal. Wir holen uns die Zeit. Und sind mit dem Level so gut wie es geht durch. Es scheint sogar Boss-Level schon gewesen zu sein. Zumindest eins der Boss-Level. Aber okay. Dann holen wir uns die goldene Flagge mit Luigi. Dann können wir uns um ein Level kümmern. Sehr schön. Und wir kriegen so ein Pikondor. Ich würde sagen, wir können uns noch um ein Level kümmern.
Das wäre dann 2-4, wenn ich mich nicht irre. Wird einmal dieses Level. Oh, das sieht ganz geil aus. Das andere habe ich jetzt nicht, leider nicht ganz so gesehen. Ah, das ist nochmal Plessy-Level, okay. Wir machen hier 2-4. Oder Bowser 4. Geheimnisvolle Pfade. Oh, yes. Her damit. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Einmal ein Plus gedrückt. Und geguckt. Toni. Das machen hat auch nochmal. Creamtime in der Folge. Oh ja. Auf das Level freue ich mich echt schon. Kannst du mit einer Stampfattacke aktivieren. Sehr schön. Ich sehe schon, wo es weitergeht. Toad kriegt jetzt erstmal seinen wohlverdienten Pilz. Dieser Pilz. Warum kann es eigentlich selber essen? Dann wird er automatisch groß. Wenn er sowieso schon ein Pilz ist. Aber naja, ist ja egal. Eigentlich muss ich ja selber fragen, aus was bestehen diese Pilze? Es sind ja dann seine Kollegen und Kumpels, die man da eigentlich zu uns nehmen, ne? Aber naja. Hier gab es sogar einen Stern. Ich dachte gerade, ich bin nicht gut gesprungen. Holy shit. Wenn man sich nie sieht, ist einfach mal kurz eine Stampfattacke machen. Dann sieht man, wo der Weg lang führt. So wie jetzt. Okay. Weg führt lang. Hm? Oh Gott. Ja, das war sehr gut. Ich will mal gucken. Ich habe absolut keine Ahnung. Da geht er lang. Okay. Okay, es geht nach. Also hier kann ich anscheinend glücklich sein, wenn ich hier wirklich alles jetzt erreiche. Zack. Ist hier lang? Ja, sehr schön. Ah, shit. Toad, kannst du dich einfach einen Pilz aus Herz zaubern? Du bist doch sowieso schon ein Pilz. Also machst doch keinen Unterschied. Okay. Ah, cool. Danke für die Kugel-Videos. Die mir wirklich zeigen, wo es jetzt lang geht. Sehr nett von denen. Oh, ich sehe einen Stempel. Wie komme ich da lang? Ah, ich sehe, wo es lang geht. Warte, wo ist es? Okay, ich brauche dafür, glaube ich, Anlauf, um das zu erreichen. Okay, ich habe schon mal. Gute Voraussicht, den Stempel. Das ist sehr risky, was ich gerade mache. Weil ich einfach keine Ahnung habe, wo es hier lang geht. Okay. Hier geht's auch lang. Ah, und da gibt es einen Stern. Okay. Okay, okay, okay. Okay, cool, da oben geht's lang. Nein! Beim Stern einsammeln ist mir mein Kopfhörer rausgeflogen. Super. Das sollte nicht passieren. So, es geht da lang, okay. Also, keine Ahnung, wo es hier jetzt lang geht. Okay. Ja, immer Stampfattacke machen, wenn man sich nicht sicher ist. Und vor allem, wenn es auch sicher ist, einfach eine Stampfattacke machen. Nicht, dass man sich vom Kugelwilli treffen lässt und ich bin durch. Oder? Na ne, hier gibt es nochmal... Drei Hürden? Lol? Hürden? Okay, die Veranstaltung muss ich auch noch nachholen, was auch immer das war. Egal, wir haben es geschafft. Ja. Sehr schön. Damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Oh, erfolgreich. Wir haben 5 Level oder so abgehakt. Kann ich dazu sagen. Stempel fürs nächste Mal. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und ciao.